Einen wunderschönen guten Abend. Ab geht es in den Donnerstagabend. Ja, RonTV ist da. Silke an meiner Seite. Was haben wir heute alles? Also ich glaube, wir haben heute ganz viel Fasching, Karneval, ja. Fastnacht. Also heute um Altweiber-Fasching muss das natürlich sein. Schön, dass Sie noch nicht losgezogen sind, sondern heute noch ein bisschen zuschauen. Und wir gehen zum Tollitätentreffen nach Germersheim. Also da, wo Sie alle versammelt sind, die Hoheiten. Unsere Reporterin ist vor Ort und wir gehen gleich live hin. Und sportlich werden wir auch noch mit der deutschen Meisterin im 400-Meter-Lauf. Die kommt nämlich aus Mannheim, trainiert für die MTG Mannheim und wir haben sie beim Training besucht. Und für all die, die vielleicht doch nicht so viel mit Fastnacht anfangen können, gibt es die Veranstaltungstipps zum Wochenende. Was ist außer Fastnacht, außer den närrischen Tagen noch los? Das sehen Sie jetzt bei Ron. Und wir sind mittendrin in dieser heißen Phase der fünften Jahreszeit und da blicken wir mal in die Germersheimer Stadthalle. Ja, da geht es auch schon richtig los und da ist nämlich der schmutzige Donnerstag. Da trifft sich heute die närrische Prominenz und Caroline Unger ist auch vor Ort. Das war sie gerade eben nicht, die da getanzt hat, das kann ich Ihnen versprechen. Nein, das ist Caroline Unger. Ja, das Tollitätentreffen steht dort an. Also ich glaube, das müssen wir jetzt erstmal erklären dem einen oder anderen. Was ist das eigentlich? Ja, also wenn ihr es gesehen habt, ich muss noch mal ganz kurz sagen, so toll wie sie kann ich natürlich nicht tanzen, wie das Tanzmariechen von der Rhein-Schnoke in Germersheim. Aber ich bin hier schon ordentlich ausstaffiert worden, damit ich ein richtiger Karnevalist heute werde. Die gute Laune in Germersheim ist da. 100 Kostümierte sind hier in der Stadthalle zum Tollitätentreffen. Aber wer es mir besser erklären kann, was ein Tollitätentreffen ist, ist Christoph Budweiler. Sie sind Stellvertreter vom Landrat in Germersheim und Sie haben heute eingeladen. Richtig, ja. Sie sehen ja, was hier los ist. Eine tolle Stimmung unter den Tollitäten einerseits und den tollen Faschingsvereinen, Karnevalsvereinen, die es bei uns im Landkreis gibt, die ein tolles Miteinander haben und viele, viele tausende Aktive, die im Landkreis eigentlich eine super Fasnacht machen. Und das gibt nochmal die Gelegenheit hier zum Austausch und macht allen Spaß und gibt dann auch dieses Gemeinsame im Landkreis wieder. Und so kann man auch in die fünf Tage starten von der Fastnacht. Wer ist denn heute alles dabei? Wie viele Faschingsvereine aus dem Landkreis Germersheim sind heute hier? Meines Wissens nach sind heute 9 oder 11 sogar Faschingsvereine da. Ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf, muss ich Ihnen gestehen. Aber Sie sehen, wir haben nicht nur die Aktiven, sondern wir haben auch die Prinzenpaare, die ganzen Tollitäten, die eben unser Fasching im Landkreis Germersheim repräsentieren, finden sich hier zusammen, haben noch mal eine Gelegenheit, auch miteinander zum Austausch zu kommen. Und ein kleiner zusätzlicher Termin, der, glaube ich, allen Spaß macht. Ja, und Prinzenpaare haben Sie schon angesprochen. Wir haben ein Prinzenpaar hier, das ist Sabine, die Vierte, und Volker, der Erste. Von der BKG Bienenwald Karnevalsgesellschaft aus Kandel seid ihr angereist. Ja, genau. Ja, die Graulköpfe. Wie kann ich jetzt denn euer Hoheit anreden? Was ist denn richtig? Eure Tollität oder eure Lieblichkeit? Wie heißt es? Ja, die Dame wird in der Regel mit eure Lieblichkeit, ja, und der Prinz, ja, Tollität oder Prinz, ja, also Volker der Erste, ja, Prinz aus Kandel, ja. Also Sie sehen wahnsinnig toll aus, super Kleid. Wie hält man denn jetzt die ganzen 5 Tage durch? Also haben Sie irgendwelche Tipps, damit man wach bleibt bei den vielen Terminen? Was steht denn jetzt für Sie so an? Also ich habe auf jeden Fall ab heute Urlaub. Ja, das ist mal ganz wichtig, dass man sich konzentrieren kann jetzt auf die närrische Zeit. Ja. Ansonsten, ja, wir haben viele Termine und das macht Spaß, ja, und da sind wir gut dabei. Wir haben Konfetti im Blut, ja, und es ist wichtig, dass man da mit Elan und mit Motivation dabei ist. Ja. Ja. Jetzt müssen Sie mir einmal sagen, wie heißt es denn jetzt richtig? Was sagt man hier? Alaf, Ahoi, Hello? Also bei uns im Verein sagt man Hello. Ich glaube, das ist von Region zu Region unterschiedlich. Aber was das für einen Hintergrund hat, weiß ich nicht. Bei uns heißt Bika Hello. Ja, das ist auch in unserer Ron-Region wirklich von Stadt zu Stadt anders, was man jetzt genau sagt. Wir sagen also Hello und ich glaube, schunkeln kann man aber immer, oder? Ja, natürlich. Ja, ja. Dann schunkeln wir jetzt mal und sagen bis gleich, Olli. Okay. Genau. Danke, Caroline. Ja, beste Grüße. Wir sprechen uns gleich im Laufe der Sendung dann nochmal. Jetzt machen wir allerdings hier einen harten Themenbruch und schauen nach Mannheim. Denn ein Misshandlungsverfahren gegen die Pflegeeltern eines 3-jährigen Jungen ist heute am Amtsgericht Mannheim das Urteil gefallen. Wir hatten vor 2 Wochen über den Prozessauftakt berichtet.
Das Amtsgericht Mannheim verhängte heute wegen gefährlicher Körperverletzung und Misshandlung Schutzbefohlener 3 Jahre und 11 Monate Haft gegen die Pflegemutter und 3 Jahre Haft gegen den Pflegevater. Beide sollen das Kind monatelang geschlagen und gequält haben. Ende September 2017 wurde der Junge unterernährt und mit Hämatomen ins Krankenhaus eingeliefert. Beide Pflegeeltern bestritten die Anschuldigungen bis heute. Laut der Vorsitzenden Richterin Ulrike Schrage konnten jedoch alle Aussagen der Eltern in der Beweisaufnahme widerlegt werden. Der Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und das Urteil ist auch noch nicht rechtskräftig. Im Sport blicken wir gleich auf eine, das muss man wirklich so sagen, auch wenn das irgendwie nicht ganz passt, Spätstarterin Nadine Gonska. Und ja, wenn wir das dann haben, dann müssen wir auch sagen, die wird eine Menge Komplimente bekommen. Morgen ist ja der Welttag des Kompliments, also das ist Nadine Gonska. Fix ist sie auf jeden Fall unterwegs, schauen wir uns gleich nochmal en Detail an. Ja, und wenn wir bei den Komplimenten sind, na, so ein Zuckerli zwischendurch, das tut auf jeden Fall gut. Sie sind ja auch die besten Zuschauer, die man sich vorstellen kann. Und Silke, du siehst heute auch wieder fantastisch aus. Ja, sie freut sich, winkt mir zu. Ja, Komplimente tun gut, aber manchmal ist es dann doch irgendwie seltsam, wenn man einfach so Komplimente verteilt. Und Andreas Notz hat das am eigenen Leib erfahren. Ich wollte Ihnen sagen, ich finde, Sie sind ein richtiges Geschoss. Ja. Das hat er nicht gesagt. Doch hab ich, denn ich habe eine Mission. Mit versteckter Kamera will ich wissen, wie reagieren die Mannheimer auf meine Komplimente. Sie haben ja echt eine schöne Jacke an. Hallo. Mir ist gerade aufgefallen, Sie haben echt schöne Schuhe. Kann ich so kurz stören? Ich wollte Ihnen nun sagen, ich finde, Sie haben echt einen sportlichen Körper. Danke. Komplimente kennt eigentlich jeder, will man meinen. Was hören Sie denn gern? Oh, wow, was höre ich denn gern? Das ist voll schwierig, wenn man das so gerade so sagen soll. Ich weiß nicht. Bist du aber gut drauf heute? Ach so, aber das ist ja jetzt nichts Optisches. Man kann es auch sehen, wenn man gut drauf ist. Ja. Oder? Ja, da braucht's wohl ein bisschen Komplimente-Nachhilfe. Also ein Kompliment ist im Grunde genommen eine wohlwollende, freundliche Äußerung gegenüber anderen Personen. Ja, etwas Wertschätzende, eine wertschätzende Äußerung. Klingt eigentlich total einfach. Probiere ich direkt mal. Darf ich Sie kurz stören? Ja. Ich finde, Sie sind echt super hübsch. Dankeschön. Ja, hat sich ein bisschen einfach... Weiß nicht, bisschen komisch, vielleicht sogar ein bisschen aufdringlich angefühlt. Kein Wunder, denn ich bin direkt ins erste Komplimente-Fettnäpfchen getreten. Übertriebene Komplimente, also das war das Tollste, das Beste. Da merkt man doch so ein bisschen irgendwie, kann das nicht sein, ja? Das nächste Mal etwas weniger dick auftragen. Generell einfach ein bisschen mehr Feingefühl, sonst begeht man schnell den nächsten Fauxpas. So ein zweideutiges Kompliment. Also, ah, der Anzug steht dir aber hervorragend, macht dich gleich um 5 Kilo schlanker. Also so versteckt, eigentlich bist du ja zu dick. Und vielleicht haben Sie ja auch diesen Freund oder Kollegen. So nach dem Motto, ah, du kannst doch so gut mit PowerPoint umgehen, du machst es so toll, könntest du mir da helfen? Ja klar, eigennützige Komplimente, um sich selbst vor unangenehmer Arbeit zu drücken. Ein absolutes No-Go und obendrein auch noch total egoistisch. Dabei ist es doch gar nicht so schwer, wie uns die Amis und die Briten vormachen. Du siehst toll aus heute. Was ein schönes Kleid. Wow, diese Augen. Gängige Floskeln bei unseren englischsprachigen Freunden. Zum Smalltalk gehören dort kleine verbale Aufmerksamkeiten einfach dazu. Aber das können wir auch. Mir ist gerade aufgefallen, ich finde, Sie haben einen ganz schönen Schal an. Wirklich? Finde ich echt, ja, gefällt mir gut. Vom Chibo. Ah, okay. Ja? Mir ist gerade Ihre Jacke aufgefallen, die gefällt mir gut. Wie war das für Sie? Das war für mich sehr angenehm, weil ich Sie so eingeschätzt habe, dass das ernst zu nehmen ist. Ehrliche Komplimente kommen halt einfach gut an. Und das wirklich immer. Heimat ist für mich genau das, wo ich sprechen kann, so wie mir der Schnabel gewachsen ist. Da bin ich daheim. Die Rhön-Region ist Vielfalt. Du hast grüne Landschaft, du hast die Weinberge in der Pfalz.
Heimat ist so ein bisschen wie Janosch. Oh, wie schön ist Panama. Also man hat schon viel von der Welt gesehen, aber irgendwann stellt man doch fest, zu Hause ist es einfach am schönsten. Hm. Das ist Heimatgefühl, einfach zu wissen, ich komme nach Hause. Hurra! Ron, wir geben Heimat ein Gesicht. Für die Eishockeyspieler stehen ja bald die Playoffs an. Allerdings zwei Spiele sind es noch, die Adler Mannheim haben. Und ein bisschen Druck ist da tatsächlich noch auf dem Kessel. 3 Punkte haben sie ja Vorsprung vor dem Zweitplatzierten, dem EHC München. 2 Vorrundenpartien sind es noch. Also mit einem Sieg morgen in Augsburg, da können sie den ersten Tabellenplatz so gut wie sicher machen, ehe sie dann am Sonntag zu Hause gegen die Kölner Haie ran müssen. Im Hauptrundenendspurt könnten die Adler dabei vor allem auch von der Rückkehr ihrer Verletzten profitieren. Nachdem zuletzt die Verteidiger Brandon Mickelson und Moritz Seider ihr Comeback gefeiert hatten, rückt nun auch die Rückkehr vom Defensivspezialisten Thomas Larkin näher. Der 28-Jährige trainiert nach seiner vor 2 Monaten erlittenen Handverletzung wieder mit der Mannschaft. Aber ein Einsatz am Wochenende kommt laut Adler-Trainer Pavel Groß noch zu früh. Und für einige Athleten aus der Ron-Region steht ein absolutes Highland, das passt irgendwie auch Highlight an, nämlich mehr oder weniger in der Nähe der Highlands, nämlich in Schottland, in Glasgow, die Hallen-Europameisterschaft. Also neben Laika Mihambo von der TK Kurpfalz wird auch Nadine Gonska von der MTG Mannheim dort an den Start gehen. Hat sich auch einiges vorgenommen. Und Marcel Schreiner und Philipp Köhl, die haben ihr kurz vor dem Abflug nochmal beim Training über die Schulter geschaut. Fokussiert, geradlinig und ausdauernd. Attribute, die Nadine Gonska an die nationale Leichtathletikspitze über die 400 Meter geführt haben. Dabei ist die 29-Jährige von der MTG Mannheim eigentlich eine Spätstarterin. Es war so, dass ich 2011, also mit 21, zum Studieren hierher gekommen bin. Und habe vorher Leichtathletik so ein bisschen auf Hobbyebene gemacht und konnte mich dann hier im Mannheimer Verein unter den guten Bedingungen einfach dann so weit verbessern, dass es dann irgendwann für die nationale Spitze gereicht hat. In Mannheim steigerte die gebürtige Duisburgerin nicht nur ihre Trainingsintensität, sondern wechselte auch vom Weitsprung zum Sprint. Ein Schritt, der sich auszahlte. Über die 200 Meter nahm sie an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 teil. Trotzdem wechselte Gonska danach von der 200 auf die 400 Meter Strecke. Man hat so ein bisschen immer mein Potenzial eben in dieser Strecke gesehen. Ich war anfangs oder hat so ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich mich mit der Strecke angefreundet habe und auch mit dem umso härteren Training. Aber ja, der Erfolg hat dem dann irgendwie recht gegeben, dass ich da die richtige Wahl getroffen habe. Bei dieser Entscheidung hat sie ihr Vereinstrainer Rüdiger Haxen tatkräftig unterstützt. Ich denke, ein Athlet hat nur eine Karriere in seinem Leben und da soll man das versuchen auszubauen, wo er vielleicht die größte oder sie in dem Fall die größte Begabung hat. Sie ist 3-mal deutsche Meisterin geworden in Folge. Also hat sich doch schon gelohnt. Und ich denke, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und dieser Weg führt Gonska an diesem Wochenende zur Hallen-Europameisterschaft nach Glasgow. Dort peilt sie allerdings nicht den ganz großen Wurf an. Ja, bei der EM in Glasgow möchte ich ganz gerne meine Saisonbestzeit verbessern. Die liegt momentan bei 52,96. Das möchte ich ganz gerne unterbieten und wäre schön, wenn ich dann damit ins Halbfinale kommen würde. Die Hallen-Europameisterschaft in Glasgow ist also eher eine aktuelle Standortbestimmung. Das eigentliche Ziel liegt für die deutsche Meisterin nämlich noch ein bisschen entfernt. Das große Ziel ist natürlich nächstes Jahr dann auch wieder bei Olympia am Start zu sein, sowohl über 400 Meter Einzel, aber natürlich da auch die Staffel zu unterstützen. Bleibt die eigentliche Spätstarterin in ihrer täglichen Trainingsarbeit weiterhin so fokussiert, geradlinig und ausdauernd, wird sie sicherlich auch dieses Ziel in Windeseile erreichen. Wir drücken auf jeden Fall fest die Daumen. Morgen ist ja wie gesagt der Welttag des Kompliments und da darf Ihr Trainer Rüdiger Haxen im Gespräch mit Marcel Schreiner sicher auch noch das ein oder andere Kompliment verteilen. Bei mir steht Rüdiger Haxen, Trainer der MTG Mannheim. Herr Haxen, Mannheim ist ein unglaublich guter Standort für Leichtathletik. Woran liegt das? Ja, ich denke, dass wir hier sehr gute Rahmenbedingungen haben. Wir haben eine tolle Leichtathletik-Trainingshalle. Einmal sind hier fürs Training die Voraussetzungen damit eben geschaffen. Dann haben wir sehr qualifizierte Trainer am Standort in einigen Disziplinbereichen und mittlerweile auch eine ganz ordentliche Sponsorenunterstützung, sodass wir hier eine ordentliche Leistung anbieten können. Die Hallen-EM steht jetzt vor der Tür in Glasgow.
Wie ist Deutschland da so im Vergleich, im europäischen und vielleicht auch im weltweiten aufgestellt? Ja, zunächst sind es ja Kontinentalmeisterschaften. Also es ist eine Europameisterschaft und das ist für uns immer der Anspruch, da vorne mit dazuzugehören. Also die deutsche Nationalmannschaft sollte zu den Besten in Europa gehören. Und ich denke, dass das auch dieses Jahr wieder der Fall sein wird. Das ist jetzt quasi auch das erste Großevent in der Saison 2019. 2020 stehen dann Olympische Spiele an. Wie wichtig ist es auch, gerade in der Saison davor, ordentlich Gas zu geben und gute Leistungen zu haben? Ja klar, es ist immer eine Standortbestimmung. Wo steht man gerade in der Vorbereitung auf das große Ziel Tokio im nächsten Jahr? Und es machen ja nicht alle Athleten eine Hallensaison, aber für diejenigen, die es machen, kann man dann schon sagen, wo man steht und wie der aktuelle Stand der Vorbereitung ist. Wir kriegen gute Hinweise über die Performancefähigkeit der Athleten und das bringt uns immer einen Schritt weiter. Wir haben jetzt heute vier verschiedene Sportlerinnen gesehen, die zwar alle zusammen in einer Trainingsgruppe sind, aber alle irgendwie ein anderes Trainingsprogramm haben. Wie ist es auch als Trainer? Wie behält man da den Überblick und wie verhält man sich dann während so einem Training, wenn da an vier Stellen gleichzeitig trainiert wird? Ja, das war heute jetzt in der Tat ein Programm, an dem die vier Athletinnen vier unterschiedliche Programme gemacht haben. Da muss man dann schon mal springen von A nach B, aber wir haben auch Einheiten, wo alle vier nur Krafttraining machen. In dem Sinne, dass der gleiche Trainingsinhalt gegeben ist, dann ist es natürlich etwas einfacher. Aber da muss man dann schon konzentriert rangehen, klar. Herr Haxen, vielen Dank. Gerne, tschüss. Ja, also die Sportler wissen, was ansteht an dem Wochenende. Was sie machen können, abgesehen von närrischem Treiben, das haben wir gleich in den Veranstaltungstipps für sie. Und außerdem schauen wir nochmal bei Caroline Unger vorbei. Willkommen zurück bei Ron. Und wenn Sie Lust auf Verrenkungen haben, dann sind Sie jetzt hier genau richtig. Denn wer keinen Bock hat auf das närrische Treiben am Wochenende, der bekommt nun die Veranstaltungstipps von Sarina Aschmann präsentiert. Und ich gebe einfach an Sie ab, denn langsam tut das hier wirklich weh. Wir starten sportlich und das mit einem Workout inspiriert von Ballett. Hier ist Körperspannung gefordert. Eine Stunde dauert das Ganzkörper-Workout. Bei mir klappt das mit der Körperspannung, naja, gerade so. Hier sehen wir mal, wie das richtig geht. Ballettlehrerin Ludmila Buchmüller macht's vor. Barre-Konzept, das ist eine neue Trainingsmethode aus Ballett, Pilates, Yoga und Übungen an der Ballettstange, so mit Hanteln, mit Stretchingband, so auf der Matte. Jeder kann an dem Kurs teilnehmen und den Blick auf den Mannheimer Neckar gibt's gratis dazu. Auch bei den Promis ist der Mix aus Ballett und Workout schon damals und auch heute wieder im Trend. Und mal ehrlich, es schadet ja nicht, den Körper für den Sommer in Form zu bringen. Weiter geht's in Sinsheim und eins kann ich Ihnen versprechen, Flugzeugbegeisterte kommen hier auf jeden Fall auf ihre Kosten. Am Samstag feiert das Technikmuseum Sinsheim den 50. Geburtstag des britisch-französischen Überschallfliegers Concorde. Los geht's um 13 Uhr im IMAX 3D-Kino Sinsheim. Nach dem Motto Vive la Concorde erfahren Sie von einem damaligen Flugkapitän der Concorde alles über die Geschichte. Matthias Krieg weiß, warum Sie dieses Event nicht verpassen sollten. Wir wollen natürlich hier die Sachen zeigen von der Concorde, unsere zwei Superstar auf dem Dach, mit dementsprechend mit den Triebwerken hier unten in der Ausstellung, mit allen Sachen, die es damals zu sehen gab in der Concorde, mit Ersatzteilen, Fahrwerk. Und wir wollen über die Geschichte auch erzählen, von dem Transport und über das Zerlegen der Flugzeuge. Tickets bekommen Sie im Onlineshop oder an der Museumskasse. Bei unserem letzten Veranstaltungstipp erwartet uns ein tolles Panorama. Wir sind in Neustadt und es wird historisch. Am Sonntag ab 11 Uhr kann man die Wolfsburg erkunden und dazu gibt es geschichtliche Einblicke sowie Mythen und Anekdoten rund um die Burg. Florian Hofmann von dem Wald- und Wanderverein bietet seit einem Jahr die Führung an. Was kann man sich denn unter der historischen Burgführung
genau vorstellen? Man kann sich darunter vorstellen, dass wenn man hier auf die Wolfsburg kommt und es sieht, wie sie in ihrem heutigen Zustand ist, auch mal erfährt, wo kommt der Zustand her, warum ist die Burg genau an diesem Ort und einfach Einblicke kriegt in einen Ort, den man vielleicht kennt und den dann einfach von der anderen Seite nochmal sieht. Das Gute, die Führung ist kostenlos. Na dann, los auf Erkundungstour. Und jetzt nochmal alle Veranstaltungstipps im Überblick. Wer seinen Körper fit halten möchte und Lust auf einen Mix aus Ballett und Workout hat, der sollte Ballkonzept am Samstag von 13 bis 14 Uhr in der Abendakademie Mannheim nicht verpassen. 7 Kurse kosten 49 Euro. Technikbegeisterte und solche, die alles über die Concorde erfahren möchten, gehen am Samstag ab 13 Uhr ins Technikmuseum Sinsheim. Der Eintritt kostet 21 Euro für Erwachsene und für Kinder 17 Euro. Die Geschichte der Wolfsburg im Wandel der Zeit erleben Sie am Sonntag von 11 bis 12 Uhr. Allgemein finden die Führungen nur auf Anfrage und erst ab insgesamt 10 Personen statt. Die Führung ist kostenlos. Also das perfekte Alternativprogramm, wenn Sie keine Lust auf das närrische Treiben haben. Aber Caroline Unger, die kann sich gerade sicherlich kaum was anderes vorstellen. Die ist nämlich mittendrin, Tollitätentag, Tollitätentreffen in Germersheim. Die Party bei dir, die ist scheinbar schon im vollen Gange. Ja, also jetzt können die Fastnachtstage kommen. Die Karnevalsvereine ziehen auch gleich langsam weiter zu ihren eigenen Gemeindesitzungen. Und ja, wer sich die volle Dröhnung Fastnacht geben möchte, also für den, wo es heute noch nicht reicht an Karnevalsparty, der kann natürlich weiterziehen. Da bietet sich unsere Ronn-Region super an für Fastnachtshopping. Da hätte ich ein paar Vorschläge. Da gibt es zum Beispiel den Fastnachtsmarkt in Ludwigshafen. Da ist auf dem Berliner Platz sind Fahrgeschäfte, Jahrmarktbuden und da kann man sich das ganze Wochenende austoben. Und auch auf der anderen Seite des Rheins in Mannheim gibt es einen Fastnachtsmarkt in der Stadt, in der Innenstadt, direkt am Wasserturm. Da sorgen Schausteller, Karnevalsvereine und Gastronomien für ein fünftägiges Karnevalsprogramm. Nicht zu vergessen sind natürlich auch die Fastnachtsumzüge. Da haben wir zum Beispiel einen in Heidelberg am Dienstag. Da geht es um Punkt 14.11 Uhr in Bergheim los. Natürlich muss man da aber verkleidet sein. In Worms heißt es schon am Samstag Spaß auf de Gas. Um 11.11 Uhr startet da der Fastnachtsumzug am Wormser Obermarkt. Und ja, Hockenheim kann auch nicht nur Formel 1. Die Hockenheimer sind am Samstag zu Fuß und natürlich auch verkleidet unterwegs. In der Schwetzinger Straße startet da der Umzug um 13:30 Uhr. Ja, ebenfalls am Samstag zieht der Fastnachtsumzug durch Frankenthal. Am Europaring geht es da um Punkt 14.11 Uhr los und wir werden auch vor Ort sein. Ron ist nämlich mit dabei, wir haben auch eine Zugnummer und werden von dort aus auch berichten. Ja, und ich glaube, wer jetzt jeden Umzug mitmachen will, der muss schon gut planen. Aber selbst wenn man nur einen mitmacht, dann kommt jede Närrin, jeder Narrese kommt diese 5 Tage auf seine Kosten. Und wie wir gerade gelernt haben, hier sagt man nicht Alaf, hier sagt man auch nicht Ahoi, sondern hier in unserer Ronn-Region sagen wir Hello. Und deswegen kann ich nur sagen, Olli, Hello. Ja, in dem Sinne auch Hello, Caroline. Das ist ja wirklich total unterschiedlich, dass die Metropolregion extrem vielfältig. Dankeschön dir erstmal, einen wunderschönen Abend, ganz egal, was du heute noch so vorhast. Wie es vom Wetter aussieht, wenn Sie am Wochenende planen, karnevalistisch oder fastnachtmäßig unterwegs zu sein, na, kann ich jetzt wahrscheinlich schon mal vorwegnehmen, die Aussichten, die sind nicht ganz so rosig. Das tolle Frühlingswetter geht leider zu Ende. Nachdem sich die Jecken heute nicht beschweren konnten, ist morgen aber auch beim Blick in den Himmel Katerstimmung angesagt. Dichte Wolken und immer wieder Regen, die Sonne hat also kaum Chancen. Es wird noch mal rund 5 Grad kühler als heute, die Höchstwerte erreichen im Odenwald bis 10 Grad, sonst bis zu 13 Grad. Aber echte Faschings- und Karnevalsfans tragen die Sonne ja im Herzen. Der Samstag bringt uns im Tagesverlauf neue Schauer, immerhin kommt vorher auch ab und zu mal die Sonne raus. Der Sonntag bleibt allerdings bewölkt mit nur wenig Regen. Der Wind frischt aber schon deutlich auf. Und auch am Rosenmontag könnte ein stürmischer Wind einiges durcheinanderwirbeln. Immerhin bleibt es noch relativ mild für diese Jahreszeit.
toll, dann heißt es für mich auch wieder irgendwas drüber ziehen. Oder einfach die ganze Zeit hier sein. Ich habe so ein Tigerfell drüber, gibt's auch so. Tigerkostüme, richtig. Hatte ich aber nie. Also, wie ist es eigentlich bei dir so mit närrischem Treiben? Ja, ich muss ja vereinsbedingt tatsächlich selber. Heute Abend aber gehe ich dann auch privat mal los. Und Samstag noch eine Sitzung. Also eigentlich relativ viel dieses Jahr, muss ich sagen. So halb freiwillig. Ich halte es halbwegs human tatsächlich in diesem Jahr. Gut, 7 Jahre Köln, die haben auch ganz schön geprägt. Aber ich bleibe diesmal hier für Ron, halt hier die Stellung. Das geht. Ist auch okay. Ja. Ansonsten wollen wir gerade noch auf einen echt armen Knopf schauen. Armer Kerl. Ja, also Bill McDermott, also der CEO, der Vorstandsvorsitzende von SAP, verdient jetzt nur noch 11,7 Millionen statt 13,2 Millionen. Wahnsinn. Bitter. Vielleicht soll man doch noch ein bisschen sammeln für ihn. Ne? Richtig. Also. Er kann ja mitmachen, auch beim Gewinnspiel. Das können Sie genauso auf Facebook. Sicher macht er damit. Richtig, wir verlosen nämlich 2 Karten für das Technoseum. Also können Sie eine Menge dort sehen und erleben. Machen Sie einfach mit. Wenn Bill McDermott schreibt, kriegt er auch extra eine Karte. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ansonsten bis morgen. Schönen Altweiber-Fasching. Richtig. Ciao. Tschüss.